bevor ich loslegen kann mit Streichen, das dauert ungefähr eine Stunde noch, ne? Ja. Okay. Ich sag nur, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich nicht angefangen habe, wenn ihr wiederkommt. Mich wundert gar nichts mehr. Hallo, hallo aus Ungarn. Wir waren gerade im Pennymarkt, wollten nur mal eben ein paar Kleinigkeiten holen. 5, 6, 8 Sachen holen und sind 5, 6, 80 Sachen geworden. Für 100 Euro ungefähr eingekauft. 80 Euro. Das liegt daran, die hatten meine Lieblingsvegane Wurst im Angebot für 80 Cent. Mama hat alle genommen. Queen of Peace, die gibt es halt nur im Pennymarkt hier und manchmal im Interspar. Genau, und die frieren wir ein und tauen die nach Bedarf auf. Und wenn wir dann mal im Penny sind, dann nehmen wir alle mit. Darf ich dir die Benzen? Ja, wir gehen jetzt gleich, Ettigung. Packe ich hier so rein alle, ne? Ja. Achso, das ist eigentlich, ist das nur ein Einkauf? Wocheneinkauf haben wir schon gemacht diese Woche. Das ist einfach alles nur Tages-Hobby-Einkauf. Hobby-Einkauf. Einmal so Mini-Magnum-Verschnitt, verschiedene Sorten. Schön für die Tocke. Genau. Für Livia einmal Kaisergemüse. So tiefkühl, das mache ich ihr zwischendurch. Einfach mal, isst sie total gerne. Sie isst auch gerne Luftballon. Die ist ja nicht drin. Wir wollten uns heute Pizza machen, aber weil wir ja hier noch nicht eingezogen, also das ist noch nicht fertig hier, wir haben voll viel zu tun, machen wir die Pizza nicht selber, wir haben Tiefkühlpizza genommen und es gab einmal diese, die habe ich noch nie probiert, das ist so Pilzpizza, die war 75 Cent, die ist ziemlich dick, fühlt die sich an, ich habe drei mitgenommen. Noch eine Margarita und zweimal 4 Käse haben wir genommen. Und ja, die essen wir alle auf. 2 Erwachsene und 2 Kinder essen so viel Pizza. Ich spreche direkt die Pappen weg. Ja, die können wir verbrennen, ne? Ja, ja. Einmal Pilze haben wir uns mitgenommen. Die sind auch schon angenagt. Wir hatten uns heute gerade eben Sandwich Maker gemacht und mit Pilze halt. Dann haben wir einmal Sour Cream and Onion Chips mitgenommen. Die waren erstaunlich günstig. Die haben 35 Cent gekostet. Echt? Von der Marke, die waren im Angebot. Ja, die hatten wir ja schon mal von Netto in Deutschland. Ja. Die gab es da nicht mehr, aber das waren Ofenchips in Deutschland. Die waren sehr lecker. Und dann ist es nochmal Käse, Joghurt oder irgendwie sowas. Sour Cream. Nochmal sowas ähnliches mit Salz vielleicht. Er sagt, er sieht nichts mehr. Dann gibt es einmal Käseflips. Boah, ich. Die mag sie so gerne. Nur für dich. Die stinken so ekelig. Und dann Livia will die auch immer essen. Da ist der Papa, dann riecht das, hast du eine Ruhe. Dann riecht das ganze Kind nach. Achso, im Baumarkt waren wir auch. Es gab einmal Weintrauben. Einmal Sahne, Sprühsahne. Wir haben nämlich letztens Schokoeis mitgenommen und ich liebe. Hier, Schokoeis, am liebsten das aus dem Aldi, so richtig Sahne-Schokoeis, mit Sauerkirschen und Sprühsahne. Am besten noch Amarena-Kirschen dabei, das habe ich früher jeden Abend gegessen. Und so, das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Eine Frischmilch, 2,8%. Einmal Grissinis mit Sesam, die essen wir gerne so zwischendurch zum Snacken und Knabbern. Eine Mayonnaise, die geht bei uns durch wie nix, so eine Mayo. Wird schön geschmiert, das alles. Einmal Montesnack habe ich für einen Calvino mitgenommen, der isst sie total gerne. Die gibt es doch auch in einer 10er-Packung, oder? Ja, Kalle. Ich habe sie jetzt einzeln mitgenommen. Ich zeige euch gleich auch, was wir im Baumarkt geholt haben. Jetzt mache ich erst Essen. Dann haben wir einmal Blaubeeren mitgenommen. Das hat sich so irgendwie ereignet, dass es jetzt Tradition ist. Immer wenn wir einkaufen gehen für die Kinder, gibt es eine Packung Blaubeeren. Das snacken die sich dann so weg. Hier haben wir noch unsere. Ja, die würde ich jetzt nicht einfrieren. Okay, die sind zum Sofortessen. So, dann haben wir dreimal Datteln mitgenommen. Die unsere Vlogs kennen, die Daily Vlogs. Wir trinken normalerweise jeden Morgen 2 Liter Smoothie. Dafür brauchen wir Datteln. Jetzt sind wir Anfang Januar ausgewandert und seitdem gab es kein Smoothie. Aber jetzt
Jetzt ist es bald soweit. Wenn die Bananen reif sind, gibt es einen Smoothie mit Datteln. Wir haben zweimal Zahnpasta mitgenommen. Die ist tatsächlich, wir sind auf dem letzten Schluck Zahnpasta hier. Da war schon leicht Panik. Dann haben wir dreimal von Queen of Peace. Dasselbe wie du. Deine Wurst in Stückform. Aber das ist die mit Pfeffer und die schmeckt so ekelig. Echt voll geil. Die schmeckt so ein bisschen wie Seife. Aber wieso ist die mit Pfeffer? Das ist die mit Pfeffer, die mit den Körnern. Pfefferkörner. Das sind Erbsen, das sind die ohne alles. Okay. Dann haben wir zweimal, die haben wir auch noch nicht ausprobiert, aber das ist dieselbe Marke. Queen of Peace, vegane Wiener. Hier in Ungarn im Aldi gibt es so eine vegane Wiener Wurst und die ist richtig lecker. Die habe ich gerade auf Sandwich Maker mit Käse gegessen. Das ist so lecker und wir probieren die Marke jetzt auch mal. Queen of Peace ist Königin des Friedens. Peace, was, wie heißt es denn? Also nicht Pier? Nee, Pier ist Birne. Ja, aber Peace, Piss. Piss. Ihr wisst, was ich meine. Queen of Erbse. Königin der Erbse. Wir haben uns 6 Äpfel mitgenommen. Und mal gucken, was der Brudi macht. Denn wir haben jetzt ganz viel Brot die letzten Monate gegessen, weil wir halt keinen Frühstücks-Smoothie hatten. Aber wir wollten uns angewöhnen, an 3 Tagen in der Woche Haferflocken in Wasser einzulegen. Das machen wir jetzt schon seit 2 Tagen. Und dann halt mit Obst dabei zu essen. Deswegen haben wir viel Obst geholt. Deswegen haben wir auch einmal 1 Kilo Birnen mitgenommen. Und für unseren Frühstücks Haferflocken-Schleim, es ist roh, wir kochen das nicht. Nicht roh, die Haferflocken sind ja gebrannt oder so, aber wir kochen es nicht. Haben wir Leinsamen genommen und ich gebe euch einen Tipp, ne? Das ist voll Omega-3-Bombe. Könnt ihr mal googeln, Omega-3-Sourcer, Leinsamen. Es gibt halt auch so teure Sachen, das so. Regen. Ja, das ist Regen. Okay. Wie heißt denn das? Dieses Chiasamen und so, so Superfood, die so voll teuer sind. So eine Tüte Flaxseed kostet 50 Cent. Von daher Tipp des Tages. Und für die Chips eben hat ein bisschen Luft. Ich habe mir 6-mal diesen Kaffeebeißer mitgenommen. Weil lecker im Kaffee. Einfach lecker. Wollen wir hier schon mal reinpacken, was direkt Fragebogen kommt, oder? Ja, einer bleibt ja hier. Ja. So, das sind leere Tüten. Chips haben wir auch noch, ne? Stimmt. Wraps. Dafür müssen wir Gyros erst machen. Ja. Wir haben uns Bananen mitgenommen. Also wir essen die halt in diesem Haferflocken-Frühstücksding und dann im Smoothie und auch so zwischendurch. Bananen gehen bei uns immer. Uah. So, dann haben wir ja das Problem mit dem Smurfie, dass der nicht das isst, also nicht. Wir holen ein Futter, er frisst es und dann mag er es nicht mehr. Jetzt haben wir letztes Mal im Aldi so eine Wurst mitgenommen, die hier, die Rufus-Wurst. Und die liebt er voll. Da fährt er voll drauf ab, deswegen haben wir die auch einmal vom Pennymarkt mitgenommen. Wie heißt die? Die heißt Dog Sausage Bodhi. Bodhi Dog Sausage. Ja, die ist so schnittfest, ist die. Ist ein bisschen ekelig als Vegetarier, aber was macht man nicht alles für einen Hund? So, und dann haben wir hier noch die anderen Milchdinger. Und dann, ich habe jetzt hier eine Waschmaschine. Nach Monaten im Wohnwagenleben habe ich mir einmal Colorwaschpulver geholt. Ich glaube, es ist auch für weiß. Es ist nicht für Color. Glaube ich. Steht da unten Color? Nein. Ich glaube, es ist weiß. Hier steht für weiß, aber ich glaube, das ist nicht für Color. Wir haben das falsche genommen. Egal. Ich nehme es trotzdem. Und einmal das für weißes. Und ich liebe Wäsche waschen. Und ich freue mich so sehr, die aufzuschneiden. Das mache ich jetzt. Um meine weiße Wäsche damit auf 95 Grad durchzujagen. Weil dann gehen wirklich alle Flecken weg. Und das kann sich keiner vorstellen. Wie sehr ich mich darauf freue. Boah, das riecht so gut. Ich liebe Waschpulver, Weichspüler. Brumm, brumm. Oh, geht nicht auf. Ich werde boykottiert. Da. Immer noch nicht. Jetzt aber. Mmh,
Da wird jetzt erstmal die Kochwäsche angeschmissen. Mit normalem Waschpulver gegen die kriegen wir die Flecken teilweise gar nicht raus. Mhm. Haben wir jetzt alles gezeigt? Nein, ich wollte noch Baumarkt zeigen. Was ist denn hier die Geburt aus? Wir haben Maler, weil wir müssen das Wohnzimmer streichen hier. Wer die Daily Vlogs kennt, der kennt die Problematik. Deswegen haben wir Folie mitgenommen. Zweimal Ameisenköder, verschiedene. Und nochmal diese Folie. Und Bohnen. Das ist so, weil wir ja bald wieder, wir sind ja halt viel auf Reisen, deswegen habe ich Sachen rausgesucht, die eventuell auch wachsen, ohne dass sie regelmäßig Pflege bekommen. Sonnenblumen, voll schön, sind das die ganz hohen? Manche werden so 2,50 Meter hoch. Zucchini, Blümchen, Calendula finde ich richtig cool, weil die sich ja immer von alleine aussehen. Und dann nochmal so Margariten finde ich auch total schön. Und das war's. Genau. Wollte ich euch nur eben zeigen. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid heute Abend beim Daily Vlog dabei. Würde ich mich freuen. Tschüss.